Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste, herzlich willkommen am heutigen Tag. Ich bedanke mich insbesondere bei denen, die am Vormittag bereits den Weg zum Lab gefunden haben. Es war ja doch eine ganze Anzahl an Bürgern da, um letztendlich an der Grabstätte Johann Heinrich August Ungar auch zu würdigen. Wenn ich sage, ich begrüße Sie alle, begrüße ich natürlich besonders herzlich unseren Beigeordneten der Kreisverwaltung, Herrn Bremier, Herrn Mertens, der vormittag auch schon da war und war hier auf die Allianz BB, die Chefin des Kulturhauses, Frau Dr. Götze, viele Vertreter aus den optischen Firmen in Rathenow, die ich bereits gesehen habe, aber auch Vertreter der Bürgerstiftung, des Vereins zur Erhaltung der optischen Traditionen in Rathenow und viele, viele andere. Auch die Vertreter der evangelischen Kirche waren am heutigen Vormittag mit da und auch Ihnen gilt meinen besonderen Gruß am heutigen Tag. Es jährt sich also zum 250. Mal der Geburtstag Johann Heinrich August Ungars. Sein Leben ist eng verbunden mit unserer Stadt. Geboren und begraben ist er hier in Rathenow. Er verbrachte fast sein ganzes Leben in Rathenow. Hier, das heißt vor allem auf dem Kirchberg, 15 Meter von meinem Wohnort entfernt, erblickte er am 14.01.1767 als Sohn des Rathenower Archidiakons Johann Jakob Dunker und der Pfarrtochter Maria Katharina das Licht der Welt. Nach der Schule studierte Dunker in Halle Theologie, wo er zusätzlich mathematische und physikalische Vorstellungen gab. Nach Beendigung des Studiums kehrte er wieder zurück nach Rathenow und wurde letztendlich selbst Prediger. 1790 heiratete er Johanna Wilhelmine Friederike Herzberg, Tochter eines Kaufmanns aus Münchenberg. Schon ab 1792 fertigte Dunker in einer kleinen Stückzahl Mikroskope, die wegen ihrer Präzision in Berlin und Hamburg und darüber hinaus auch viele Abnehmer fanden. Zusammen mit dem Feldprediger des in Rathenow stationierten Regiments und Leiter der Industrieschule, Samuel Christoph Wagner, richtete er 1800 das Gesuch zur Gründung einer optischen Industrieanstalt an den preußischen König. Die beiden Prediger investierten 6000 Taler und 1801 wurde ihnen vom König das Privileg zur Errichtung einer königlich privilegierten optischen Industrieanstalt gewährt. Gleichzeitig erhielt Dunker das Patent für seine Vielschleifmaschine, die wir ja in diesem Hause immer wieder bewundern können. Mit dieser war es möglich, dass durch einen Antrieb gleichzeitig mehrere, anfänglich 11 Gläser geschliffen werden konnten. So konnten die Arbeiten auch durch Soldaten und Waisenkinder ausgeführt werden, die neben den Invaliden die ersten Arbeiter in der optischen Anstalt waren. Schon 1802 wurde eine Niederlassung in Berlin eröffnet. Durch die Niederlage Preußens im Krieg gegen das napoleonische Frankreich und die damit verbundene Wirtschaftskrise sah auch der Umsatz der Anstalt sich in minusbewegenden Zahlen. Wagner stieg deshalb 1806 aus der Anstalt aus. Als neuer Partner stieg der Berliner Kaufmann Lieber in das Unternehmen ein. Dunker trieb die Verbesserung seiner Produkte voran und ab 1815 produzierte er neuartige Brillengläser nach englischem Vorbild. Zu diesem Zeitpunkt waren 5 Kinder und 6 Invaliden bei ihm beschäftigt. 1819 erkrankte Dunker an einer schweren Nervenkrankheit. Sein Sohn Eduard übernahm 1820 die Geschäfte und baute die Anstalt weiter aus, sodass sie mehrfach umziehen musste. 1834 zog die Anstalt dann in das Gebäude auf der Ecke Berliner Straße, Brandenburger Straße. Das Gebäude Nummer 5 war Firmensitz bis 1945. 1843 starb Johann Heinrich August Dunker. Sein Sohn war später sein Enkel
Emil Busch führten die Firma weiter. Die Emil Busch AG wurde zu einer Weltfirma Rathenus mit seinen vielen großen, mittleren und kleinen optischen Firmen zur Stadt der Optik. Junkers Erfindergeist stand am Anfang dieser Entwicklung. Sein Name ist noch heute präsent. Am Bahnhof steht eine Büste, der Platz trägt seinen Namen. Die Oberschule in der Schleusenstraße ebenfalls. Am Geburtshaus auf dem Kirchberg wird ebenfalls an ihn erinnern. Johann Heinrich August Junker, Sohn dieser Stadt und Begründer der optischen Industrie in Rathenow. Und lassen Sie mich noch einiges anfügen. Ich war heute Morgen sehr bewegt über die Ordnung des Grabes, die ich erleben durfte mit allen Anwesenden. Wir haben ja lange diskutiert, wie man es denn gestalten kann. Ich danke der Bürgerstiftung im besonderen Maße, die sich hier engagiert hat. Wir haben eine Lösung gefunden. Und Frau Granitz, Sie haben das heute Morgen sehr treffend auch formuliert an der Grabstätte. Es ist uns schon wichtig in dieser Stadt, dass wir solchen Söhnen gedenken und auch die Grabstätte so vorfinden, wie der Bürger es erwarten kann, wie es unsere Gäste erwarten können. Und deshalb Ihnen einen besonderen Dank an dieser Stelle, aber auch dem Verein zur Pflege der optischen Tradition, der seit Jahren hier eine hervorragende Arbeit macht, sowie allen anderen Beteiligten, auch Optik Allianz BB steht hier vorne an und das Kulturzentrum. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber eines ist Fakt, dieser Saal ist gut gefüllt, das erinnert mich so ein wenig an 8 für 800, an die Veranstaltungsreihe, die auch immer bis zum letzten Platz gefüllt war. Und auch in dieser Veranstaltungsreihe war ja das Thema Optik groß präsent. Und an dieser Stelle auch nochmal ein Dankeschön von mir für die Aktivitäten im letzten Jahr. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht in Rathenow. Wir haben nicht gesagt, wir feiern einen Tag. Wir haben nicht gesagt, wir feiern eine Woche. Wir haben gesagt, wir feiern das ganze Jahr, weil wir etwas zu bieten haben in dieser Stadt. Und das, denke ich, ist uns in eindrucksvoller Weise auch gelungen. Und deshalb geht mein Dank insgesamt an unsere Bürgerschaft. Ich wünsche Ihnen hier heute einen angenehmen Tag, gute Vorträge. Von mir können Sie keinen fachlichen Vortrag erwarten. Aber ich glaube, es ist genug Präsenz hier am Raum vorhanden, die das sehr wohl bieten kann. Und deshalb, wie gesagt, alles Gute. Den Rednern schon vorneweg ein herzliches Dankeschön und uns eine gute Veranstaltung. Danke.